So, guten Abend euch allen erstmal. Erstmal ich neuerdings jetzt mit Brille. Ja, ist so. Und ja, mein Video kommt leider, gestern habe ich es nicht mehr geschafft. Einen Tag später wie geplant. Aber egal, es kommt. Gestern in Aue haben wir 5 zu 0 gewonnen. Das war eine, ich finde, also so habe ich es gesehen, eine hervorragende Leistung. Es war intensiv. Es ging viel nach vorne. Ne, erst hatte ich gedacht am Anfang, ja gut, da könnte noch vielleicht ein Ticken mehr kommen. Aber nach der Zeit hat man gesehen, sie wollten, dann haben sie auch nach vorne gespielt. Und die Offensive war sehr, sehr stark. Also bei 5 Toren so oder so sehr, sehr stark. Ne, unser neuer Leihspieler hat ein Tor gemacht, Windheim. Der hat sowieso, der war an allen 5 Toren beteiligt. Ja. Und wirklich an allen 5 Toren war der beteiligt. Der hat herausragend gespielt. Der hat direkt überragt. Wow, besser konnte sein Einstand nicht laufen. Da hat auch Schröder sehr gut reagiert auf den Transfersmarkt und hat einen sehr, sehr guten Spieler da eingekauft, ja, eingekauft, ausgeliehen. Ja, das ist Laie mit Kaufoption. Und vielleicht können wir ja, wenn er sich bei uns so stark entwickelt und so weiterspielt wie jetzt an seinem ersten Spieltag, vielleicht können wir ja darauf hoffen, dass wir den vielleicht verpflichten können für uns. Wichtig wäre er, also nach dem Spiel. Super auch, aber generell die ganze Mannschaft hat sehr gut gespielt. Terodde wieder ein Tor gemacht. Ne, und Bieringer hat auch getroffen. Der hat auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und die waren alle sehr, sehr stark. Wir hatten auch einen guten Torwart mit Freisel, der die ein und die andere Situation auch pariert hat. Der war auch ganz stark. Das war Teamwork und das bringt uns jetzt wieder vor Hamburg auf Tabellenplatz 4, weil wir jetzt das bessere Torverhältnis haben gegenüber Hamburg. Ja, aber Punkte gleich weiterhin stehen. Ja, dann geht's. Jetzt haben wir ja die Länderspielpause. Es geht also erst übernächste Woche Samstag weiter. Also jetzt den Samstag nicht, danach die Woche Samstag erst wieder. Da spielen wir um 13:30 Uhr gegen Regensburg und das wird natürlich, da wissen wir alle, das wird deutlich schwerer wie das gegen Aue, ja. Aber wenn wir da so spielen und so gut zusammenpasst, ja, dann rechne ich auch uns gegen Regensburg sehr, sehr gute Chancen. Ja, das muss nur einfach weiter genauso laufen und dann zum nächsten Dreier. 3 Punkte, das gegen Regensburg, das wäre optimal natürlich. Ja, das könnte uns sogar auf Platz 2 bringen, ja, im nächsten Spieltag, wenn wir 3 Punkte gegen Regensburg holen, müssten natürlich die anderen dann auch mitspielen, ja, und ja, bisschen auf Schützenhilfe hoffen, klar, aber ich sage mal, das wird schon. Euch noch eine schöne Woche. Mein nächstes Video gibt es dann übernächsten Sonntag nach dem Spiel gegen Regensburg. Ciao.